Noah, wir fangen mit einer Erinnerungsfrage an. Kannst du dich an den 8. April 2016 erinnern? 8. April 2016, ne, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich helfe dir auf die Sprünge. Das war ziemlich genau vor 4 Jahren, hast du dein Bundesliga-Debüt gegeben für Hannover 96 damals. Und jetzt, eben ziemlich genau 4 Jahre danach, dein erstes Bundesliga-Tor erzielt auf Schalke. Was war das für ein Gefühl für dich? Ja, es war ein überragendes Gefühl, kommt viel zusammen. Ich war sehr, sehr glücklich, aber auch einfach über die ganze Leistung vom Team einfach. Ja, war schon perfekt. Perfekter Tag. Du hast ja in der Zwischenzeit innerhalb dieser 4 Jahre mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt. Jetzt bist du richtig fit. Wie wichtig ist das auch ja, für dich persönlich? Ja, extrem. Also ja, meine ganzen Verletzungen, die hake ich ab. Das ist für mich jetzt vergessen. Für mich geht es jetzt nur noch nach vorne und ich bin extrem glücklich, dass ich jetzt gesund bin. Und ja, schau nach vorne. Ich glaube, das war jetzt ein guter Start und ja, deswegen bin ich auch extrem glücklich. Eingewechselt worden. Tor erzielt und es war ein ganz wichtiges, das 2:0. Damit war so ein bisschen der Deckel drauf. Wie hast du das gesehen und vielleicht kannst du auch noch so ein bisschen die Szene Revue passieren lassen? Ja, also das Spiel war relativ schnell, als ich reinkam und dann habe ich mich aber relativ schnell eingefunden und war dann halt echt extrem glücklich, als ich dann das 2:0 machen konnte. War extrem wichtiger Treffer halt auch für uns und ich glaube, das hat das insgesamt auch das Team einfach verdient, weil ich glaube, jeder hat gesehen, dass wir gefightet haben und den Kampf angenommen haben und deswegen extrem wichtig und schön, dass wir dann die 3 Punkte auch mitnehmen konnten. War ein sehr schönes, ein sehr sehenswerter Treffer. Wolltest den genau dahin, da oben rechts rein? Also ich glaube auch Schubert war so ein bisschen überrascht. Der hat irgendwie so ausgesehen, als Ja, also ging er ich vorbei. habe einfach den Moment gesehen, dass der Flo mich hinterlaufen hat und dann bin ich nach innen gezogen und habe einfach lange Ecke geschossen, dass der dann genau oben rechts reingeht. War natürlich überragend. Ob ich den da oben rechts genau reinschießen wollte, weiß ich nicht, aber lange Ecke wollte ich den schon schießen, ja. Du hast auch beim Torjubel dann nach oben gezeigt, erst mit Flo gejubelt, dann alleine. Wem hast du den Treffer gewidmet oder bist du einfach besonders gläubig? Ja, ich bin schon gläubig und ja, in schweren Phasen, glaube ich, hat mir das extrem weitergeholfen und hat mir extrem viel Kraft gegeben und deswegen dann einfach die Geste dann in dem Moment, das kam einfach so. Dein Handy ist vermutlich auch nicht mehr stillgestanden nach dem Spiel. Erstes Bundesliga-Tor ist ja schon was sehr Besonderes. Wir haben auch bei Instagram gesehen, in deinen Stories sind viele Nachrichten reingekommen. Ja, in welcher Form sind die angekommen bei dir? Ja. Natürlich viel über Social Media auch, aber auch viele Anrufe haben mich darüber riesig gefreut. Auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die mir gratuliert haben. Vielleicht auch an die, die ich jetzt nicht beantworten konnte, aber ich habe das schon wahrgenommen und ja, danke. Du bist ja jetzt seit dem Sommer in Augsburg. Wie fühlst du dich mittlerweile hier? Und sportlich bist du jetzt sicherlich auch mit dem Tor auf den Geschmack gekommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich fühle mich hier echt gut aufgehoben. Auch super aufgenommen von der Mannschaft. Wir haben, glaube ich, eine klasse Mannschaft und fühle mich hier extrem wohl. Und ja. Wir haben jetzt auch gegen Schalke einen ersten richtig wichtigen Schritt wieder gemacht. Der letzte Sieg ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Wie hast du das empfunden, auch das Debüt jetzt von Heiko Herrlich, der jetzt erst eine Woche später sein Debüt geben konnte auf Schalke, aber auch ihr so als Mannschaft, wie wichtig und wie befreiend waren dann auch diese 3 Punkte auf Schalke? Ja, ich denke, dass es extrem wichtig war für den Coach, genauso wie für die ganze Mannschaft. Ja, wir haben hart gearbeitet jetzt die Wochen und es hat in Wolfsburg noch nicht, also zu Hause noch nicht geklappt gehabt gegen Wolfsburg. Und ich glaube, das haben wir uns echt erkämpft und auch erarbeitet. Und deswegen umso schöner, dass wir uns echt belohnen konnten. Und das ist extrem wichtig, weil es kommen auch schwere Wochen auf uns zu. Ich glaube, das ist jedem bewusst und deswegen schön, dass wir uns jetzt belohnen konnten. Du sprichst es schon an, schwere Wochen. Wir haben jetzt eine englische Woche. Es kommt direkt am Mittwoch der SC Paderborn hier in die WWK Arena. Eigentlich eine Partie, in der wir jetzt unbedingt nachlegen müssen, oder? Wie siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir werden jetzt einfach ja, von Tag zu Tag konzentriert arbeiten und uns gut vorbereiten auf die kommenden Gegner. Und natürlich ist der Anspruch, dass wir da jedes Spiel gewinnen wollen. Und ich glaube, da haben wir natürlich auch gute Voraussetzungen. Paderborn steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand.
als Tabellenschlusslicht. Ich glaube, mit einem Sieg können sie den Anschluss wiederherstellen. Die werden hoch motiviert sein. Wie muss man so ein Spiel angehen? Ja, ich denke, dass wir einfach den Kampf annehmen müssen, auch gegen Paderborn. Und ich glaube, dass Paderborn auch sehr kampfstark ist und auch immer über ihren Willen kommen. Und ja, das müssen wir einfach annehmen und wissen halt, das ist auch kein leichter Gegner. Also ich glaube, insgesamt hat man ist jedes Spiel auch irgendwo schwer und ja, man muss jedes Spiel neu annehmen und immer wieder 100% gehen, jeder einzelne von uns. Und wenn wir das machen, glaube ich, hat man jetzt auch gesehen gegen Schalke, dann ist es einfach schwer auch gegen uns zu gewinnen, weil wir einfach extrem auch hohe Qualität im Kader haben und wenn jeder da wirklich 100% geht, dann haben wir einfach brutale Qualität und deswegen mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, aber das müssen wir halt von Spieltag zu Spieltag abrufen halt. Ich glaube, das Schlimmste wäre, Paderborn zu unterschätzen. Man hat gesehen, dass die auch mit richtig guten Mannschaften mithalten können. Jetzt auch einen Punkt geholt, zum Beispiel gegen Hoffenheim. Muss da auch mental dann im Kopf alles passen für dieses Spiel, auch wenn sie vermeintlich Tabellenschlusslicht sind? Ja, auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, ich glaube, dass wir keinen Gegner unterschätzen werden. Wichtig ist, dass wir da alle wirklich wieder 100% geben und jeder für jeden. Und dann, glaube ich, haben wir extrem gute Chancen. Abschließend, wie steht's um deine Expertise in Sachen Tipps? Wir suchen das Ergebnis für unser Heimspiel gegen Paderborn. Ja, 2-0, sage ich. 2-0. Die Nullen müssen wir jetzt halten. Ich glaube, es hat uns auch gegen Schalke ausgemacht, extrem gut verteidigt, extrem kompakt gewesen. Und ich glaube, wenn wir zu Null spielen, dann gewinnen wir auf jeden Fall. Ich sage, wir schießen 2 Tore. 2 Tore, eins vielleicht von Noah Sarenrenbassé, das wäre dann das 2. Bundesliga-Tor. Ja, hoffentlich. Das würden wir uns wünschen. Vielen Dank für deine Zeit, Noah. Perfekt. Danke.